und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute gibt's einen super leckeren Kuchen, vegan und super schnell zubereitet und total lecker. Und zwar machen wir den aus Hefeteig. Darüber kommt eine Puddingschicht und dieser Pudding wird auch vegan sein natürlich. Und ganz ohne Kochen, also super einfach zusammengerührt. Und oben drüber gibt es ein paar leckere Beeren der Saison, die ihr nach Belieben abwandeln könnt. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und als allererstes machen wir den Boden und zwar aus Hefeteig und dieser ist ja ebenfalls vegan und dafür braucht ihr folgende Zutaten. Als allererstes habe ich Flüssigkeit und zwar in Form von Haferdrink. Da könnt ihr natürlich irgendeine Milchalternative wählen, die ihr gerne habt. Dann brauchen wir einen halben Würfel Hefewürfel. Wer keine frische Hefe benutzen möchte, kann auch gerne trockene Hefe benutzen. Dann habe ich hier Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkelmehl Typ 630 gewählt. Ihr könntet zum Beispiel auch eine Mischung machen und die Hälfte durch Dinkelvollkornmehl ersetzen. Das würde auch sehr gut gehen. Dann gebe ich noch ein bisschen Zucker hinzu. Ich habe jetzt hier Kokosblütenzucker gewählt, ganz wenig. Dann gebe ich noch die typische Prise Salz hinzu und dann gebe ich hier noch ein bisschen Öl und zwar neutrales Öl und deshalb habe ich hier Rapsöl gewählt. So, und als allererstes habe ich mir hier diesen Pflanzendrink leicht erwärmt, also wirklich nur lauwarm. Und da gebe ich jetzt das Stückchen Hefe dazu. Dann kann sich das nämlich gut auflösen. Und ganz wichtig ist, dass die Milch oder halt der Drink sozusagen, man darf ja nicht mehr Milch sagen, lauwarm ist und nicht heiß, denn bei heißer Flüssigkeit stirbt die Hefe. So, und jetzt gebe ich die ganzen trockenen Zutaten in meine Schüssel, verrühre die kurz miteinander und dann kommen die feuchten Zutaten hinzu und das Ganze wird einfach durchgeknetet. So ist der Teig jetzt perfekt. Ihr müsst ihn einfach schön gut durchkneten, dass er schön geschmeidig ist. Und da könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch einmal durchschneiden und dann habt ihr so eine Schnittprobe und dann seht ihr, ob es genug Luftblasen hat. Das ist zum Beispiel immer ein guter Trick, um zu schauen, ob euer Hefeteig schon in Ordnung ist. Und jetzt habe ich eine Springform, die hat jetzt hier bei mir 26 cm Durchmesser, einfach mit Backpapier ausgekleidet, also unten einfach eingespannt. Und da gebe ich jetzt den Teig hinein, drücke das Ganze schön fest. Und dann lasse ich das Ganze für ein paar Minuten einfach stehen und den Hefeteig ein bisschen ruhen. So, jetzt ziehe ich noch einen kleinen Rand hoch, so ungefähr 1 bis 2 cm. Nehme mir eine Gabel, steche das Ganze hier ein bisschen ein und dann nehme ich mir einen sauberes Küchentuch und deckt das Ganze ab und in der Zwischenzeit kann ich dann weitermachen mit der Füllung, während der Teig ein bisschen ruhen kann. So, als nächstes bereiten wir die Füllung zu, also diesen Vanillepudding ohne Kochen, super einfach gemacht. Und dafür habe ich hier einen großen Becher Joghurt und zwar habe ich jetzt hier Sojajoghurt verwendet. Da könnt ihr natürlich auch die Sorte wählen, die ihr gerne habt, aber das ist wirklich zu empfehlen. Jetzt gibt es folgende Möglichkeiten und zwar zwei. Entweder ihr nehmt euch so einen Natur-Sojajoghurt, der ungesüßt ist zum Beispiel, gibt es ja. Es gibt einen, der gesüßt ist oder es gibt auch schon einen Vanille-Sojajoghurt, der ist ja ebenfalls schon gesüßt, schmeckt nach Vanille und ist gelb. Wenn ihr den findet, dann könnt ihr den benutzen zum Beispiel. Den habe ich jetzt leider nicht gefunden, deshalb habe ich jetzt hier einen genommen, der ungesüßt ist. Und jetzt kann ich den selber süßen und ich werde den selber einfärben und zwar mit Hilfe von Kurkuma. Also deshalb brauche ich folgende Zutaten. Einmal hier eben Kurkuma-Pulver, was dann eben diese gelbliche Farbe bringt, wo halt Vanillepudding hat. Dann gebe ich ein bisschen Süße dazu, hier nochmal ein bisschen Kokosblütenzucker. Dann zum Binden brauchen wir Speisestärke, auch Maisena genannt, also aus Mais die Stärke. Davon gebe ich ein bisschen hinzu und als Geschmack statt Vanille, Vanille ist ja momentan sehr teuer, nehme ich ein bisschen Tonkabohne, das schmeckt auch sehr, sehr gut. Wer möchte oder zu Hause hat, kann natürlich auch Vanille nehmen, zum Beispiel von der Vanilleschote, das Mark herauskratzen oder vielleicht habt ihr auch so einen Streuer oder auch ein bisschen Vanilleextrakt. Funktioniert alles, könnt ihr ein bisschen ausprobieren. Ja, und das ist jetzt super einfach. Ich gebe einfach die Zutaten in meine Schüssel und mische das Ganze durch und kann nach Geschmack
abschmecken, ist es mir süß genug, ist es gelblich genug und so weiter. Und da ist es super einfach. Wenn das Ganze nicht gelb genug ist, dann gebt ihr einfach noch ein bisschen Kurkuma-Pulver hinzu, solange bis euch die Farbe gefällt. Wer das Ganze noch gelblicher haben möchte, der nimmt einfach gar keinen Kokosblütenzucker, denn das färbt ja die ganze Masse ein bisschen bräunlich, weil das nun mal die Farbe vom Kokosblütenzucker ist. Als Ersatz könntet ihr zum Beispiel Xylit wählen, das hat auch weniger Kalorien und das Ganze bleibt dann weiß. Also da könnt ihr ein bisschen selber entscheiden, schreibe ich euch dann noch auf meinem Blog auf. So, alle drei Komponenten sind jetzt fertig, der Teig ist fertig, die Füllung ist fertig, also unser Vanillepudding ohne Kochen. Dann habe ich jetzt hier ein paar Beeren vorbereitet, ich habe jetzt hier Heidelbeeren, die eignen sich super, super gut und sind super lecker da drin. Und vor allem ist es die einfachste Variante, nur waschen und drauflegen. Aber da wir jetzt gerade noch Kirschensaison haben, hatte ich die nämlich im Kühlschrank, habe die halbiert, entsteint und das schmeckt dann auch noch sehr lecker. Und dann hatte ich noch ein paar übrige Johannisbeeren, also mache ich ein bisschen einen Mix. Ihr könnt auch einen Mix machen oder eben nur eine Sorte wählen. Erdbeeren zum Beispiel würde ich euch eher nicht empfehlen, da die sehr, sehr wässrig sind und der ganze Kuchen dann zu wässrig wäre. Also wenn ihr euch für irgendwelche Beeren oder irgendeine Obstsorte entscheidet, dann schaut darauf, dass die nicht zu wässrig sind. So, mein Teig, der ist jetzt hier auch gut aufgegangen. Ich drücke den jetzt noch mal ein bisschen fest und begradige das Ganze, beziehungsweise gleiche das schön aus, drücke noch mal den Rand schön hoch und dann kann ich die Füllung einfüllen. Und so ist der Kuchen jetzt fertig dekoriert und jetzt geht er ab in den Backofen. Und so ist der Kuchen jetzt fertig gebacken. Es duftet herrlich und ich gebe euch als Tipp, richtig gut auskühlen lassen, also am besten in der Form lassen, aber auf einem Rost draufstellen, vollständig auskühlen lassen bei Zimmertemperatur und anschließend gebt ihr dann den Kuchen in den Kühlschrank, damit dann die Füllung auch anziehen kann und fest werden kann, dass wenn ihr dann anschneidet, das Ganze auch wirklich schnittfest wird. Das ist mein Tipp und jetzt können wir das Ganze probieren. So, probieren wir das Ganze mal. Also man sieht, die Füllung ist richtig, richtig schön cremig geworden. Auch richtig schön gelb durch diesen Kurkuma. Die Früchte super lecker. Also ich denke, das wird richtig gut. Also richtig lecker, der Hefeteig. Ist richtig schön fluffig geworden. Die Füllung wirklich sehr, sehr cremig. Vielleicht können wir noch ein bisschen mehr Süße reingeben. Je nachdem natürlich auch, welche Früchte ihr habt, wie süß die sind und so weiter. Und was für Früchte ihr benutzt. Also Johannisbeeren bringen natürlich ein bisschen Säure mit. Aber es ist einfach nur genial. Und es schmeckt auch sehr erfrischend durch diesen Cheesecake-Filling. Eigentlich ist es eigentlich ein Hefeteig-Cheesecake. Richtig schön weich. Das habe ich nämlich noch gern, wenn der Boden nicht so hart ist. Nicht aus Mürbeteig zum Beispiel. Also richtig lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und nicht vergessen, diese Glocke anzudrücken, denn dann bekommt ihr auch die Benachrichtigung, dass ein neues Video online ist. Ansonsten nämlich nicht. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr diese Sachen von mir ausprobiert, wenn ihr mir da ein Foto schickt. Das geht natürlich am besten wie immer auf Instagram unter dem Hashtag Frau Jannik, damit ich die Fotos dann auch sehen kann. Ich freue mich jedes Mal riesig, genauso wie auf eure Kommentare auf meinem Blog, wo ihr natürlich auch immer die ganzen Mengenangaben findet. So, ich würde sagen, ihr müsst diesen Kuchen unbedingt ausprobieren. Das ist jetzt perfekt für die ganze Beerensaison und ihr habt ja gesehen, rucki zucki gemacht. Also unbedingt ausprobieren und ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.